oad.de, one of a day keeps the doctor away. Moin moin, servus, grüezi und hallo und willkommen zur neuen One-Up-A-Day-Folge mit einer Android-App, der App Relay for Reddit, ein Reddit-Client. Ihr werdet wahrscheinlich nie drauf gekommen. Das ist die kostenlose Variante, die ich teste. Sie bietet In-App-Käufe an, 2,99 € kostet nämlich die Pro-Version Einmalkauf. 13 MB groß, aktuelle Versionsnummer, erforderliche Android-Versionsnummer variieren je nach Gerät. Wie gesagt, 2,99 € In-App-Kauf. Und bei 64.060 Gesamtbewertung eine Durchschnittssternebewertung von 4,6 von 5 Sternen. Für mich übrigens momentan echt der beste Reddit-Client überhaupt. Ich bin kein wirklicher Power-Nutzer von Reddit, aber um mal Sachen nachzuschlagen oder irgendwie, ja, Zeit zu vergeuden oder auch nicht zu vergeuden, finde ich Reddit schon ganz nett. A Relay is a fun new way to browse the news and entertainment website Reddit. Whether you are a casual lurker, power user or even a moderator, Relay makes using Reddit a pleasure. Es ist wirklich ein sehr nettes Interface, das muss ich sagen. Material Design, delightful animations, ja, ihr könnt verschiedene Accounts anlegen. Notifications for mail, mod messages in your mod queue. Spoiler Support und noch andere zahlreiche Dinge. Subreddits könnt ihr suchen und abonnieren und so weiter und so fort. Wie gesagt, für mich der beste, als Nicht-Power-User, für mich der beste Reddit-Client unter Android. Relay for Reddit. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.